Bejahung. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Fähigkeiten, psychischen Eigenschaften, Emotionen und Gefühle. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Heute geht es um Bejahung. Bejahung auch als Teil des Liebe-Podcasts von Yoga-Vidya. Bejahung. Bejahung kann so eine innere Einstellung sein, Ja zu sagen. Bejahung ist so eine innere Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen. Bejahung kann zum einen sein, deine Aufgaben zu bejahen. Anstatt zu sagen, oh, nie geschieht mir das Richtige, oh, warum ich und so weiter. Bejahung und sagen, ja, das ist meine Aufgabe. Da bin ich hineingesteckt worden. Die mit dieser Eigenschaft, daran will ich wachsen. Ich bejahe diese Aufgabe und werde sie angehen. Das ist eine Bejahung. Bejahung kann auch heißen, sich selbst bejahen. Letztlich auch, sich selbst zu lieben. Auch das ist eine Bejahung. Zu sagen, oh, wäre ich doch anders, hätte ich eine andere Kindheit gehabt, dann wäre ich anders. Warum bin ich so? Ich könnte doch auch anders sein. Schau doch den anderen an und so weiter. Damit ist nicht so viel gewonnen. Sich selbst zu bejahen, das ist etwas, was wichtig ist. Du bist ein Kind Gottes, würden die in der christlichen Religion sagen. Im Yoga würden wir sagen, in dir ist der göttliche Kern. Du bist Teil des Unendlichen und des Ewigen auf einer relativen Ebene und in der tiefsten Ebene bist du eins mit diesem Ewigen. Und du hast alle Fähigkeiten, die du brauchst, um im Leben zu bestehen, um deine Aufgaben zu erledigen. Sage Ja zu dir selbst, sage Ja zu deinen Fähigkeiten und deinem Charakter. Aber mit dir selbst ist auch eine Aufgabe verbunden. Auch dazu gilt es, Ja zu sagen. Statt zu sagen, warum soll ich mich ändern, ich bleibe jetzt so, wie ich bin. Punkt. Ab einem gewissen Alter sagen das viele Menschen. Bejahung heißt auch, sich selbst bejahen als in der Entwicklung begriffen. In der tiefsten bist du vollkommen, aber ansonsten bist du in Entwicklung begriffen. Auch das kannst du bejahen. Auch andere Menschen kannst du bejahen, anstatt dich zu beschweren, dass deine Kollegen und deine Mitarbeiter, dein Chef, deine Kunden, deine Lieferanten, dein Nachbar und so weiter irgendwie anders ist, als sie sein sollten. Du kannst sie bejahen und kannst sagen, ich sage Ja zu dir. Ich akzeptiere dich so, wie du bist und mögen wir Gutes zusammen bewirken. Das ist eine Bejahung. Auch Ja zu sagen zu seinen Kindern, es sollte selbstverständlich sein, ist es hoffentlich auch meistens, auch Ja zu sagen zu seinem Partner, ihn zu bejahen, so wie er ist, auch wenn man schon Jahre zusammen ist und alle Versuche, ihn zu ändern, nichts gebracht haben oder er sich in eine andere Richtung entwickelt hat, als man es gerne gewünscht hatte. Ja zu sagen, das ist auch ein Aspekt der Bejahung. Bejahung heißt auch Bejahung von Gott. Irgendwann zu sagen, ich höre jetzt auf, Zweifel zu haben. Ich sage Ja zu Gott, so wie Gott Ja zu mir sagt. Ich sage Ja zu Gott und ich lasse Gott in meinem Leben treten. Ich erlaube Gott zu spüren. Ich erlaube Gott in mir zu wirken, dass ich ihn spüre. Bejahung heißt auch zu seiner spirituellen Praxis. Nicht mehr zu kämpfen, soll ich jetzt, soll ich nicht und wann, sondern einfach Ja sagen. Und wenn man morgens aufwacht, kannst du einfach sagen Ja. Wenn du jemanden siehst, kannst du auch innerlich sagen, ja. Bevor du meditierst, kannst du sagen, ja. Wenn du aus dem Haus gehst, kannst du sagen, ja. Und wenn beim Büro jemand irgendwas dir eine Aufgabe gibt, kannst du innerlich sagen, ja. Diese Ja, diese Bejahung, das macht das Leben voller Begeisterung, voller Freude, voller Glück. Probiere es mal aus. Du musst ja nicht schon gleich zum Hyperoptimisten werden. Aber sag, probier mal ein paar Tage lang aus, immer wieder Ja zu sagen, bewusst Ja sagen, über diese Bejahung. Merke, wie das auf dich wirkt.